Oh, hi, hier ist der Moonzug und ich zeige gleich. Ja, ich bin heute Quasimodo angekommen. Ich drehe meine Kamera. Ja. Nein. Ein Moment. Ja, hier. Ja, hier. Heute gibt es ein Konzert von Nadia Todua. Hey, mit Victor und Lali. Hi, oh, David. Hi. Und wer bist du? Lado. Lado, Onkel von Victor. Das ist, ja, diese ganze Truppe für heutige Show, für Nadia ganz kräftig unterstützt. Ja, wie fühlst du dich, Nadia? Sehr gut. Ich freue mich sehr. Ja, heute wird dein Konzert pünktlich beginnen. Ja, das wird pünktlich beginnen. Okay. Hier sind wir Quasimodo. Quasimodo ist ganz nah in Kanzelstraße. Ja. Ja, es regnet, deshalb. Mach kurz eine Leistung. Ich habe meine Haare aufgemacht und ich wollte nicht, dass durch den Regen meine Haare so nicht so schön so wird. Ja, ich werde, wenn ich da reingehe, ich mache meinen Schal schon weg. Ja, Lado. Ja, was? Erzähl mal jetzt, wir lassen ja Nadia in Ruhe. Sie muss ja bald konzentrieren für ihr Konzert. Um 22 Uhr beginnt. Ja? Und Lado, du kennst ja über Nadias Herkunft, Familie, über sie sehr, sehr, sehr gut. Und wie war ihre Heimat? Also, jetzt ich kann nicht sagen, weil ich muss ein bisschen trinken. Ach, du musst trinken. Okay. Dann reden wir später. Okay. Dann gehen wir hier Quasimodo rein. Quasimodo. Ja, Quasimodo ist ein sehr, sehr, sehr bekannter Jazzclub in Berlin. Könnte man so sagen. Ne? Ja? Ja, jetzt mache ich meinen Schall weg. Ja, hallo. Also, wer seid ihr? Ja, heute mache ich Livestreaming. Ja, also mit Nadia ist alles einverstanden. Ja. Es ist dunkel. Es ist ein bisschen dunkel. Ja. Es ist wirklich dunkel. Hier ist der Bar. Ah, hier ist ein bisschen dunkel. Ah, hi. Wir kennen uns. Hi. Roda. Ja, wir bleiben hier ein bisschen in der Bar. Ja, hier ist ein bisschen dunkel. Also, Konzert beginnt um 22:30 Uhr. Oh, 22:30 Uhr. Genau. Noch eine halbe Stunde später. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Man kann das früher kommen und hier trinken. Und ja. Okay, also, dann kannst du dir zeigen, wer hier was gibt. Okay, jetzt ich brauche ein bisschen Licht. Heute wollte ich Nadias Konzert nicht verpassen und deshalb bleib ich so. Ja, das ist allerbestes. Okay. Dann mache ich so. Wunderbar. Okay. Wunderbar.
Ja, ich bin heute um 18 Uhr hier angekommen. Ich dachte, ihr Konzert beginnt um 18 Uhr. Ich habe nicht so viel dabei gedacht, warum ein Konzert. Es ist ja nicht mal ein Klassikkonzert, so früh beginnt. Aber ich bin etwa vor 20 Jahren in diesem Club gewesen. 20 Jahre, unglaublich. Normal gehe ich ja kein Jazzclub, aber ich wollte Nadia Todoas Konzert nicht verpassen. Und außerdem, sie sind ja fantastisch und außerdem, sie ist eine gute Freundin von mir. Ich war bei ihrer Hochzeit in Tiflis in Georgien gewesen. Es ist ein bisschen laut, oder? Ich könnte jetzt Telefon anmachen vielleicht, dann ihr könnt mehr von mir hören. Ich versuche, ja. Ja? Ja. 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 Ich habe noch einen Mantel dabei. Sie hat letztes Jahr geheiratet und in diesem Jahr hat sie auch ein Baby bekommen. Und ja, das Baby ist 7 Monate alt und nach der Todor in der Pandemiezeit hat sie ihren jetzigen Mann kennengelernt und ja, Pandemie-Baby ist geboren. Und deshalb freue ich mich noch umso mehr, dass sie mit ihrem eigenen Band in diesem Jahr gegründet und hier Konzerte geben kann. Und ihr werdet, wenn ihr Geduld habt, ihr werdet hören. Viele wissen ja, wie sie sind. Sie hat ja Voice of Germany 2017 gewonnen. Ja, sie kommt aus Georgien, aber sie spricht viel bessere Deutsch. Sie ist noch sehr jung, sie ist bloß 27 Jahre alt. So jung. Sie kam als Au-pair-Mädchen in Saarbrücken bei einem Arztfamilie, bei einem deutschen Arztfamilie. Und seitdem sie pendelt zwischen Georgien, Tiflis und hier. Ich war schon zweimal in Tiflis gewesen. Einmal, ich habe 2 Wochen bei ihrer Familie gewohnt. Und wann war das? Das war 2019. Ja, 2019. Ich bin mit der Nadia Todor nach Tiflis geflogen. Ich habe ganz normale Flugticket gekauft damals, aber die georgische Flug-Airline hat Nadia erkannt. Nadia ist ein großer Star, so eine Heldin für Georgien. Und deshalb die haben uns ganz spontan Upgrade gemacht. Wir durften ich durfte mit ihr zusammen in den First Class Platz sitzen. Das war ganz, ganz nett. Und ja, ihr Bruder hat sein Zimmer mir gegeben und 2019. Ich habe ihre Familie kennengelernt. Das war sehr schön und ein Tag hat ihr Bruder mich also Sehenswürdigkeit besucht mit mir und dann ein anderer Tag hat ihre Schwester Nata, heißt auch Nadia, Nadia, und sie hat mich auch mit mir einen Tag Ausflüge gemacht, ausgeführt und ja, ich habe sehr viel Kinkali gegessen, georgische Kinkali, das ist wie eine Maultasche. So, jedes Land hat solche Maultasche oder Teigtasche. Und koreanische Teigtasche heißt es Mandu. Und diese Kinkali, ich liebe heiße Kinkali, es ist so lecker.
nur wegen Italien würde ich gerne mal nochmal hinreisen. Natürlich hier in Matthias und meine ganze Familie wieder zu besuchen. Und hier ist aktuell ihre Mutter ist auch da. Ja, Hinkali, wie macht man Hinkali, der ursprüngliche Hinkali? In der Hinkali-Tasche, da ist Fleisch und dann auch Koriander und Pfeffer und verschiedene Gewürze und danach kochen das Wasser, kochen sie. Und dann, wenn es fertig ist, dann schwemmt er auf den Wasserfläche. Das kann man, wenn man raus, dann ist es ganz heiß und diese so eine Teigtasche und isst man diesen nackten Pfeffer, der kann man isst und dann isst man so in der Tasche ist er voller Saft diese von den Kräutern und dann noch auf Fleisch. Es ist so was lecker und man isst und diese Suppe kann man von der Tasche so essen. Aber ja, ich liebe es. Hinkali. Und ich habe 2021 im Oktober, als sie geheiratet hat, ja, das war Oktober oder 2022? Oh, jetzt 2022. Ja, 2022 Oktober hat sie geheiratet. Da war ich wieder eingeladen und ich habe genau zwei Wochen in Tiflis und dann noch in anderen Orten habe ich hier besucht. Ich habe erst einmal eine Woche allein gelebt und dann habe ich eine Woche bei der Familie, ihr Mannes Familie, habe ich eine Woche gelebt. Und David, ja, ihr Mann heißt es David, seine Mutter heißt es Lia. Lia ist eine ganze zauberhafte Frau, sehr, sehr witzig. Wir haben uns ziemlich verbal uns kommuniziert und sie war so lieb, sie wollte immer, sie hat immer aus dem Schrank alle, was sie leckere Sachen hatte, auf den Tisch gestellt und georgische Leute sind total lieb und herzlich und die bitten wie die Koreaner, iss, chame, chame heißt es, chame, chame. Das hat Nadjas Mutter auch immer gesagt, wenn sie mich sieht, immer chame, chame hat sie gesagt, chame, chame. Jetzt wisst ihr, was chame, chame bedeutet, chame, chame heißt es, iss. Ja, Chame. Ich habe sehr viel gegessen und wir haben uns so, so viel gelacht, weil wir einiges Missverständnis wir hatten Missverständnis, weil das war so sau komisch. Eines Tages, ich war allein in der Wohnung, bei Lias Wohnung, ja, Nadjas Schwiegermutter Wohnung, ich war allein, tagsüber. Und ich wollte Licht einschalten. Ich habe Wasser gekocht und das Wasserkocher hat die ganze Zeit Pips gemacht, als ich fertig war, auf der Herde. Ich wusste nicht, wie ich diese Geräusche beseitigen kann. Und dann noch, bevor ich rausgehe, ich wollte ja Liste ausschalten. Ich bin ja in Deutschland sehr akklimatisiert, umweltfreundlich, umweltbewusst. Wenn ich aus dem Haus rausgehe, möchte ich Licht ausmachen. Ich bin ja Gast bei Schwiegereltern, bei Lia. Und ich wollte nicht, dass das Licht brennt, wenn ich den ganzen Tag weg bin. Und Lia arbeitet ja den ganzen Tag. Und dann ich versuche, Lichtschalter, wo ist das Lichtschalter? Und ich habe letztendlich nichts gefunden. Und dann am Abend, Lia zeigte mir zwischen Wände, hinter
eine Möbel ziemlich neben der Küche. Da findet er keiner. Das war eine kleine typische Spalte. Da hinten war dieser Lichtschalter. Wer, wie ich hier so, als Fremder in der Wohnung sich befindet, findet man niemals diese Lichtschalter. An dem Abend haben wir so gelacht. Ich fragte, wie konnte man Lichtschalter so versteckt zu haben? Ja? Wie kann man so verstecken? Ja, und, ich habe viele, viele schöne Erinnerungen in Tiflis, in Georgien. Die Hochzeit, ja, die Hochzeit war so fantastisch. Da, genau, georgische Präsidentin war auch dabei bei ihrer Hochzeit. Eine ganz sympathische Frau und sie hat die gesamte Hochzeitszeremonie und dann noch After Hochzeitsparty auch teilgenommen. Ja, die Hochzeit war von Anfang an bis zum Ende Musik, ununterbrochen, getanzt, gesungen. Sie, Nadja, mit ihrem Band, georgischen Band, gesungen in Georgien, wo sie angefangen hatte mit dem Band. Die Bandmitglieder waren ja alle da, noch eine andere Sängerin. Das war absolut berauschend, Hochzeitskonzert gewesen. Und ihre Freunde, die sind ja aus Medien, aus der Musikszene. Alle einzelnen Gäste waren Musiker, Tänzer, Choreograf. Das war unglaublich. Es hat so viel Spaß gemacht für jeden. Ja, jetzt kommen die Leute allmählich. Ich versuche, ja, ich bin hier stehen geblieben, weil hier am meisten so Licht hat. Aber ich versuche nachher das Backstage zu besuchen. Ich muss fragen, wo ich Nadja finde. Hallo, wo ist Nadjas Zimmer? Das ist Backstage. Ja, wo ist das Backstage? Sie haben mir gesagt, ich bin hier. So, aber ich kann jetzt niemand reinlassen, wenn mir nichts gesagt wird. Also, Sie haben. Müsstest du mal da klopfen. Da ist unser Produktionsleiter, ja. Der kann dir da weiterhelfen. Nadja hat gesagt, ich soll kommen. Ja, aber sie hat es mir nicht gesagt, ich darf halt niemanden reinlassen. Also am besten da klopfen, da ist der. Aber Zimmer ist er hier? Das ist dann hinten, aber klopf da erstmal. Aber ich habe mit ganz Anfang mit dem, jemand hat mir gesagt, der hat mit mir gesprochen. Ja, wieder. Wenn Nadja okay ist. Ja, wieder ein und klopft, der kümmert sich. Okay, danke ich. Ja, hier gibt es auch Hausordnung. Ja, es ist ganz dunkel. Stop only. Ich klopfe. Hallo, hi. Nadja hat mir gesagt, ich darf im Backstage kommen, über sie filmen. Ja, und natürlich. Wie komme ich? Du siehst gut aus. Siehst du gerade? Ja? Ja. Okay. Dann drehe ich mich. Okay, wo? Danke dir. Okay, ich gehe. Okay, Backstage. Dann mache ich diese Backstage. Dann mache ich hier meins. Nadja! Ich versuche jetzt Backstage zu gehen. Sie macht die Tür nicht so auf. Ich sollte. Ja. Ja. Ja, hier ist alles sehr dunkel. Ja, das Konzert beginnt
22.30 Uhr. Aber dieses Konzert sollte ihr nicht verpassen. Normalerweise, ihr Konzert ist sehr, sehr, sehr teuer. Ja. Ich werde, sie hat mich nicht gehört. Ich versuche nochmal, nochmal die Backstage zu gehen. Gut, okay, ich kann jetzt da nicht gehen. Da ist die Bühne. So. Ja. Noch nicht. Eine Stunde müssen wir warten. Also bis... Ich bin schon seit 6 Uhr hier angekommen, weil ich falsch verstanden habe und dachte, das Konzert beginnt um 18 Uhr, aber 22 Uhr, aber dann doch heute noch eine halbe Stunde verlängert und ich warte. Ich warte, 22.30 Uhr singt Nadja Kogua mit ihrem Band, Nadja Kuduas Band. Wisst ihr, wer Nadja Kudua ist? Nadja Kudua ist Voice of Germany 2017. Sie hat 2017 gewonnen. Hi, hi. Wo ist Nadja? Komm. Ja, ich mache gerade Livestreaming. Ah, cool. Ja. Cool. Ja, Freunde von Nadja ist Sohn, Victor ist. Wir haben uns in Tiflis gesehen. Ja, du hast ja getanzt. Ja. So. So. Hallo, hallo. Aber sie war nicht. Nein, sie ist meine Frau. Ah, schade, das war ja tolle Hochzeit. Ja, er kam allein. Ja, jetzt georgische Freunde sind hier aufgesammelt. Sie sind hier. Möchtest du über... wie ist also eure Ehe? Deine, what is your marriage with Nadja Kudua? So today we have a concert. Yes, I know. So are you happy? I am super happy. You happy stay with Nadja? We start show very soon, and I hope it's going to be amazing for the public and for the family. Mm-hmm. And yeah, let's share happiness and. Big show in Berlin, you know? So, please, could you tell us about Georgia? Georgia? Si, yeah. For... okay, Georgia. Do you know the cha-cha? Cha-cha. Cha-cha? Drink like, yeah. So, you have to get, you have to drink more cha-cha. Uh-huh. This is very important when you start to talk cha-cha. About Georgia. Yeah, and after... A lot of beautiful places, mountains, the side. You've been there, right? Yes, I. So you can tell us where you are from in Georgia. In Georgia? Yes, Georgia, different province. Ah, okay. Yeah, originally country, yes. From Kakheti? Kakheti, yes, Kakheti. I have been there too. Oh, yes, it's so beautiful. Yeah, so. But yeah, mm-hmm. My
home is in Tbilisi. Yeah, I love Georgia. You love Georgia? Yeah, of course. I love Georgia. I love Hinkali. I was telling before about Hinkali. It's my absolute favorite Georgian food, Hinkali. Yes. Yeah. Also, boiled soups on Hinkali with the meat or cheese? My favorite is with meat, also with cheese, potato, mushroom. Mushroom. Yeah, okay. Hinkali is absolutely my favorite. Cheese, yeah. Yes, cheese, Hinkali is also fantastic, but it makes me very soon I'm not hungry with cheese. Oh, okay, so, okay. But with the mushroom, I can eat more than with cheese. Yeah. Where is your favorite place? In Tbilisi. My favorite place is on the bridge. Oh, okay. The bridge I love. So many musicians singing. Also, the garden, very big garden. Okay. And also the waterfall. Botanical garden. Yes, it was very beautiful. Yeah, very good. In Tbilisi, you can visit so many fantastic spaces. But yes. You don't drink alcohol, yeah? I don't drink alcohol, yeah. But do you have a special But you see a lot of drunk people here, yeah? No, not much. Ah, okay. No much. Yes, people enjoying alcohol, but I don't see any drunk people on the street. Ah, yeah. In UK, in England, in Scotland, you can see more drunk people on the street, very young people on the street. But in Tbilisi, I haven't seen. Oh, okay, perfect. People enjoying alcohol, but their behavior is not so not much. Okay, see you in Georgia. Yeah? Okay, thank you. She's also Nadia's friend. Hi. Hi. So, how are you? Fine. Yeah. This is Good. Nadia's friends come. Yeah. Is that Bajima? Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Immer noch ein Mantel. Wie werde jetzt meinen Mantel aussehen? Hallo, ich möchte etwas Alkoholfreies. Was habt ihr Alkoholfreies? Kommt drauf an, was du möchtest. Irgendwelche Saftschorle? Ja, Saftschorle. Apfelsaftschorle? Ja, ein bisschen langweilig, aber ich nehme das. Oder wir haben auch Cranberry-Saftschorle.
ist also Zucker drin, wenn es geht, was nicht Zucker drin ist. Kein Zucker drin ist ja schwierig. Apfelschorle, da ist da auch Zucker drin dabei. Fruchtzucker. Fruchtzucker, Naturzucker ist okay, aber nicht extra Zucker. Ja, dann vielleicht lieber Quenberg-Saft, weil die ist noch am wenigsten. Okay, bitte, dann. I just heard you sing the opera. Yes. So in the moment I'm not open opera stage, but I'm doing concert. Okay. So okay. I'm not. I'm very much interested. I love your mission. I love music. It's my YouTube channel. You can see. Okay. Do you have any information with you? Yes, here, but do you have a? Sure. Yeah, I can show you. I am a musician, but I'm falling in love with the technique, with live streaming, with podcasts, so it's YouTube. Where is YouTube? YouTube, okay. Yes. What's your name? Dietmar. Dietmar. Yes, are you German? Yes, I am. Yes, he is a German. We can speak auf Deutsch. Ja. Möchtest du auch über dein Rodon ein bisschen erzählen? Aber was wäre das über einen alten Mann wissen? Das wäre doch Quatsch. Nein, du hast ja ein Geschäft, oder? Ja, ich habe zwei Geschäfte. Ja, ich kenne nur ein Geschäft. Ja, eins kennst beide, glaube ich. Ja, Rodon. Eins ist da, wo du mal im Pool warst, mit der Hose. Ja, ein Moment, also, was kostet? 3,50 Euro für morgen. Ja, einen Moment. So, 4. Dankeschön. Ein Moment. Gerade mache ich Multitasking. Okay, jetzt ist es auf dem Weg muss du. Hast du meinen YouTube-Kanal abonniert? Nein, oder? Ich bin ja nicht so internetaffin. Sie hilft mir. Ich habe dich jetzt abonniert. Okay. Ja. Oh, du musst anmelden. Bitte mal, du musst anmelden. Okay. Und da wird der Livestreaming gemacht. Ja. So, super, Ching Ching. Was machst du denn für Influenzen? Aus Spaß mache ich hier. Okay. Ja, komm hier. So. Darf ich dir Roda vorstellen? Ja? Ich kenne ihn seit ewig. Ich war mal. Ja. Du hast gesagt, dass du jetzt zwei Geschäfte hast. Was ist denn dein zweites Geschäft? Also, wir sind einmal im Grunewald, da wo du mal das Fotoshooting im Pool hattest. Ja. Du erinnerst dich mit Grunewald? Ja, genau, wo du mit der Hose im Wasser warst. Ja. In dem Pool ist jetzt Leder. Ich war mal Modell für seine Lederhose. Er ist ein Designer. Er ist spezialisiert für Ledersachen. Designt ganz fantastische und sexy Ledersachen. Und ein Fotografer hat mich angesprochen. Und ich kannte ihn ja nicht so gut, ich nur mit dem Fotografen. Wir hatten ein Fotoshooting gehabt. Er sagte jetzt, das war in Grunewald, das war sein Privathaus, aber ich wusste nicht. Und so im Schwimmbad, mein Fotograf hatte voll Blumen auf dem Wasser schwimmen lassen. Ich zog ohne oben. Mit dieser ganz speziellen Leder auch schwimmen kann. Also und jedenfalls kennen wir uns schon ziemlich lange. Ja, mit der Hose. Ich habe gerade erzählt über deine Hose. Genau. Und wir machen ja seit 40 Jahren Mode mit Leder und auf Bibi die Bühne. Wir sind heute bei Nadja Tatur. Ja, du hast auch mit der Nadja natürlich, sehr für Nadja befreundet. Haben wir auch schon einiges gemacht. Ja. Und ich freue mich heute Abend hier zu sein. Ja, ich auch. Ja. Ich habe nicht erwartet, dass du hier bist, aber ich freue mich, dich wieder zu sehen. Ja? Gerne, Martin. Ja, machen wir. Ja, guck mal, hast du hier Hunde? Ich denke doch, oder? Nein, das bin ich nicht. Jetzt, du hast dich angemeldet, das bin ich nicht. Okay. Ja, jeder Asiatin sieht ein bisschen ähnlich wie ich aus. Bitte mal, wo finde ich hier?
Wo finde ich super? Super, ja, hier. Okay, das ist sicher May. Auf dem Weg. Auf dem Weg muss ich. Ja, hier bin ich. Darf ich mich ja, auch ja, hier? Okay. Wunderbar. Wieso? Du, also, du musst noch mal anmelden. Ah, jetzt bist du dran. Ja, das ist genau auf dem Weg Monsur. Jetzt habe ich ein Abonnent, ein Follower mehr. Da freue ich mich. Ah, super! Wenn du hier live gehst, ja. Okay, dann sehe ich, wo du auch bist. Ja, 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 super. Ja, siehst du. Ja, auf der Live. Super, okay. Habe ich nicht. Warum? Wollen wir Handy? Instagram, oder wie? Ja, YouTuber. YouTuber. Ja. Ja. Das ist doch nicht, dass ihr auf dem Weg. Ja, hier. Also, abonnieren wir ja gleich. Ja, georgische Freunde. Zucker, Brembori Saft. Ja, sehr gut. Jetzt sind gleich wieder zurück. Ja, ja. Kommt wieder zurück. Ja, Leute, Publikum kommen. Und möchtest du über Georgien ein bisschen erzählen? Über dein Land? Ja, du kommst, komm, ein bisschen. Kommst du aus Tiflis? Nee, ich komme von einem anderen kleinen Stadt. Ja, wie heißt die? Khachuri heißt das. Khachuri? Das ist ungefähr 120 Kilometer von Tiflis. Ist ja nicht so weit. Ja, eine kleine Stadt. Khachuri heißt es. Wie ist das, diese Ort? Ganz toll, ganz toll, ganz toll. Viel grün und ja, es sind ungefähr 30.000 Leute. Ist nicht so groß. Nicht aber so groß? Ist ganz toll. Aber ich bin schon ungefähr 25 Jahre in Deutschland. Nee. Griechenland und jetzt in Deutschland. Ah, oh. Dein Mann kommt aus Deutschland, aber ja, du genau, kommst aus Griechenland. Ja. Ah, Multikulti ist in Berlin, überall so. Ja, international. Ja, das ist wunderbar, oder? Ey, Lado ist auch da jetzt. Ja, hola. Lado ist ein TikTok-Star. Hola. Er hat so viele Talente. Ja, komm, vorhin. Schaut ja jemand aus Georgien? Ja, ja. Nein, jetzt das schaut niemanden. Kannst du sagen. Oh Gott. Kann ich was, ja, mach was, dich was ich möchte? Mach dich hübsch und erzähl über dich, über deine Heimat in Georgien. In Georgien. Ja, ja, nein, warum wir heute sehr viel über Georgien sprechen, weil Nadja kommt ja aus Georgien. Sie lebte, bevor sie nach Deutschland kam, in Tiflis, aber davor, sie ist ja vertrieben wegen politischen Gründen. Yeah. Lieber könntest du ein bisschen mehr lauter sagen, weil sie ist sehr laut. Erzähl mal, warum Nadja und ihre Familie vertrieben wurden. Also ja, 90er Jahre in Georgien war Krieg, also in der Prasen. Du musst ein bisschen lauter sprechen. Ja. Ich brauche trinken. Wieder. Ja, trink doch. So. Ich habe keinen Bock. Ja? Okay, dann später. Wenn jemand kommt, dann ruf mich an, dann ich komme. Okay. Später. Ich brauche trinken. Ja, bestell. Hallo. Ich
wenn das Konzert beginnt, in 30 Minuten, nein, nicht, ja, in 30 Minuten. Die haben eine halbe Stunde verschoben. Ursprünglich sollte 22 Uhr nach der Figur das Konzert beginnen. Aber wir müssen, glaube ich, eine halbe Stunde warten. Aber dieses Konzert sollte ja nicht verpassen. Ich habe zwei Konzerte von Nadia Todua erlebt live, einmal privat bei ihrer Hochzeit, einmal ihr CD-Release in Berlin. Und sie hatte im Löwenpalais, wo ich ihre Artist-Residenz in Berlin arbeite und lebe dort. Wir haben eine ganz, ganz gemütliche, wunderschöne Zeit in einem alten Gebäude. Da hat sie ihre CD-Release gemacht mit ihrem Band. Heute ihr Band heißt Nadia Todua's Band. No, ich bin total gespannt, weil wegen Pandemie und es ist ja so viel passiert und dann Hochzeit und ihre Schwangerschaft und dann ihr Baby ist ja noch 7 Monate alt. Und es ist mit ihrem Leben so viel passiert, auch und natürlich mit meinem Leben, mit dem ich an, auch mit eurem Leben auch. Und deshalb umso freue ich mich noch mehr, heute dieses Konzert zu erleben. Und da kann man auch mittanzen. Ich werde alle ganze, ich darf diese Live-Show zeigen, berichten. Und ja, ich bin. Ja, ich warte. Ja, wie spät ist hier? Jetzt, genau. Almost 10 Uhr. Ja, halbe Stunde. Das schaffen wir, noch eine halbe Stunde zu warten. Und guck mal, ich bin schon. Noch eine halbe Stunde haben wir Zeit. Ich hoffe, dass sich der Rammel voll wird. Das ist, wenn man Konzerte hört, natürlich live vor Ort zu präsent zu sein, vor Ort zu erleben, ist der allerbeste. Und das ist niemals zu vergleichen per Internet, aber wenigstens per Internet. Wenn ihr Gelegenheit habt, Nadia Todua live zu hören, ich empfehle euch unbedingt, sie ihr Konzert zu gehen. Vielleicht schaut euch mal an, wer Nadia Todua ist. Nadia Todua ist Voice of Germany 2017 aus Georgien und als Opernmädchen ist sie gekommen. Als Opernmädchen in Saarbrücken hat sie gearbeitet, kurz vor, dass sie wieder ihr Aufenthalt so langsam enden wird. Dann hat sie ja diese Voice of Germany teilgenommen. Damals sie war 22 Jahre alt. Also 2017, 17, 18, 19, 20, 5, 6 Jahre her. Vor 5 und 6 Jahren mit ihrem Alter, 21, 22, hat sie diese Voice of Germany gewonnen. Ein zauberhaftes, sympathisches, menschliches, unglaublich sympathisches Mädchen. Und jetzt ist eine Frau geworden. Ja, und nach der Pandemie, sie gibt heute ganz offiziell hier ein Konzert. Das sollte man live hören. Vielleicht werden sie irgendwann in eurem Ort kommt. Merkt ihr euch diesen Namen? Nadia Todua kann gehen zu ihrem Konzert. Ihr werdet euch nicht enttäuscht sein von ihrem Konzert. Heute sind sie über 2,5 Stunden, habe ich gehört. Über 2,5 Stunden lang. Und sie wird auch viele Covers singen und dann noch ihre eigenen Songs aus ihrem CD. Und ja, eine schöne Mix. Aber ich kenne diesen
neue Band von ihr. Also Keyboard, Schlagzeug, Bass und Gitarre. Kannst du es denn da, die Band? Also diese neue Gruppe kenne ich nicht. Hallo, hi. Ja, bist du? Sieht ein bisschen verrückt aus. Oder eine Frau vor der Kamera redet. Ja, die Damen an der Bar. Na? Ja. Noch eine halbe Stunde gibt es gleich ein Konzert. Ich habe die ganze Woche nur gearbeitet. Ich bin nicht aus meiner Wohnung rausgegangen. Wie ihr schon sehr gestrig mein Blog, Videoblog, Podcast gesehen habt, dann wisst ihr, ich habe ich bin ein bisschen verliebt, Podcasts oder Blogs und diese technische Sachen zu lernen. Wenn ich das lerne, dann möchte ich gleich ausprobieren. Und ich habe vorher nie getraut, live sowas zu erzählen, weil ich spreche ja nicht so perfekt, aber es macht nichts. Das könnt eigentlich ihr müsst mir sagen, aber bitte habt Verständnis, wenn ich nicht perfekt Deutsch spreche. Ich gebe mein Bestes. Bleibt dran. Ja, es wird schön. Ich bin Fan. Ja, normalerweise höre ich in der privaten Stunde keine Musik, weder Klassik noch Pop, weil ich mit mir so beschäftigt bin, mit dem Lernen oder selbst zu singen zu üben. Aber wenn Nadia live sieht, dann gehe ich hin. Oh, weil einfach, sie sind einfach schön. Mir gefällt, wie sie sind. Sie sind ja ganz anders als ich. Hallo. Hi. Warte, gleich in einer halben Stunde, 22:30 Uhr, geht hier in Quasimodo. Wer in Berlin lebt, könnt ihr wieder hierher kommen. Ah, oh, hi! Ich habe deinen Namen schon vergessen. Ich habe deinen Namen schon vergessen. Ich wollte dich nicht stören. Seit 5 Jahren in Grumerwald, ja. Wo die Huberstraße, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, da laufe ich hier oder fahre ich hier. Oh mein Gott! So, dann kommst du mal zu uns. Ja, mach ich. Ja. Der heißt Oder. Naja, das weiß ich, aber Oder Schoko hat einen Namen. Hat der Rodin in Huberstraße. Da, was kann man machen? Lederdesign. Vorher habe ich ja erzählt, genau, Leder, beste und sexyste Lederdesign macht Rodin. Oh, danke dir. Ja. 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 Ja, ich werde den ganzen Abend Livestreaming machen. Super. Ja, freut mich. Komm aber wirklich, es ist kein Problem. Freut mich sehr, wenn du vorbeischaust. Ja, und am 4. November in Löwenhalle gibt es eine Vernissage. Eine Vernissage, ja. Und am 8. Mai ist es auch vorbei. Ja, weil das ist Weihnachtsausschuss. Ja, alle machen es. Ja, wir machen es. Hey! Schau mal. Oh, ich muss ja. Ja, ja.
dabei. Wow, ich habe dich auch eigentlich mehr gesehen. Wo warst du die ganze Zeit? Ja, du auch. Stell dich mal kurz. Ja. Hi, Maya. Ja, ja. Wo hast du mich versteckt die ganze Zeit? Ja. Wirklich? Du warst ja früher sehr aktiv. Oh, ja, früher sie war unglaublich aktiv, jetzt ist sie nicht. Ich bin aktiv. Das Leben fließt, ändert sich. Was machst du dann jetzt? Ja, ich auch. Ja, hier sehe ich ja. Alle. Ja, das ist Spaß. Ja, durch Nadja habe ich sehr, sehr, sehr viele georgische Freunde kennengelernt. Hier in Berlin, auch meine Reise in Tiflis. Ja, und wenn ihr Gelegenheit habt, könnt ihr mal versuchen, nach Georgien zu reisen. Es ist ja nicht so weit von Berlin und auch nicht sehr teuer. Also sehr, sehr günstig. Und als ich zum ersten Mal 2019 in Georgien war, und also irgendwann, ich bin mit ihrer Familie ins Restaurant gegangen, im Restaurant, haben wir zu sechs ausgiebig tolle Sachen gegessen in einem schönen Restaurant in dem Stadtzentrum. Aber 2019 hier den ganzen Abend, ich habe 40 Euro ausgegeben. 40 Euro zu sechs Leute, wir haben großartig gegessen. Natürlich jetzt durch die Pandemie oder ukrainischen Krieg sehr, sehr, sehr viel teurer geworden. Als ich 2022 im Oktober da war, ich glaube 2021 gewesen bin oder 2022, aber als ich letztes Mal bei der Hochzeit in Tiflis, in Georgien, bei Nadjas Hochzeit dabei war, habe ich hier festgestellt, dass ein bisschen teuer geworden als früher, aber trotzdem noch sehr, sehr, sehr günstig zu reisen. Und es gibt auch, ja, die Natur ist fantastisch, das Essen ist fantastisch. Ja, ist ein schönes Reiseziel. Und dann, was habe ich noch erlebt? Ich bin schon seit. Ja, ich würde mich freuen, jetzt bald das Konzert beginnt. Ich rede ja schon seit einer Stunde. Ja, es kommen immer mehr Leute. Ja, noch 20 Minuten, noch 20 Minuten, dann beginnt es. Endlich. Noch 20 Minuten, hi, Leute, ohne. Er lebe mit mir zusammen. 22 Uhr beginnt. Ja, das ist Berlin. Es ist Berlin. Wenn man 22 sagt, dann halbe Stunde verschoben oder ganze Stunde verschoben. Ich gehe ja nicht nachts aus. Ich gehe aber kein Club, kein Jazzclub. Ich gehe ab und zu Klassikkonzert. Aber Nadja, wegen Nadja bin ich ja heute hier. Nur wegen dir. Wir haben bald geschafft. Lecker. Lecker. Ich kann nicht so wieder aussprechen, wie der heißt. Aber warte noch 20 Minuten. In 20 Minuten beginnt wirklich das Konzert. Ja, in Berlin beginnt nicht unbedingt der Pünktliche. Ja, ich bin ein unglaublicher pünktlicher Mensch. Ich war heute so pünktlich und seit auch
verwechselt und ich bin schon um 18 Uhr hier. Um 18 Uhr. Und Gott sei Dank, ich habe Nadja erwischt. Sie war nach der Probe und sie wollte gerade quasi Mode, wo ich gerade bin, wo heute Konzerte stattfindet. Und quasi Mode, sie wollte gerade verlassen und dann ich dachte, ich bin verspätet, ich eilte mich hier und ich kam hier an. Ja, und da war kein Konzert. Und ich höre, es beginnt 22 Uhr. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so unglaublich. Ja, noch 19 Minuten, noch 19 Minuten. Geht ins Konzert. Es tut mir leid, dass ich etwas warten muss. Ich versuche meine Bestes. Und wenn das Konzert beginnt, dann höre ich auf zu reden, dann könnt ihr das Live-Konzert von Nadja Todua genießen. Und es wird euch sehr, sehr, sehr gefallen. Glaub es mir. Ich habe immer noch eine Jacke an. Noch 18 Minuten. In 18 Minuten beginnt. Ein bisschen Verständnis in Berlin. Sie beginnt immer etwas später. Gleich beginnt das Konzert. Ja, jetzt ist es 22:30 Uhr beginnt. Ja, jetzt in 17 Minuten. In 17 Minuten beginnt das Konzert. Ich warte aber sehnsüchtig, dass endlich Nadja Todua auf die Bühne kommt. Hier ist quasi Modo in Berlin, ganz nah von der Kantstraße, neben Delphi Kino und ganz nah am Theater des Westens. Eine super schöne Location, nicht so wahnsinnig groß, nicht so wahnsinnig, nicht so eng. Es ist eine tolle Atmosphäre und wir stehen, sitzen, trinken. Ja, in 17 Minuten. In 17 Minuten beginnt. Cheers. Ja, was habt ihr heute gemacht? Heute habe ich hier ein Bild, ein blaues Bild von mir. Habe ich hier Weihnachtsausstellung. Sekretariat im Löwenpalais gebracht. Am 4. November gibt es eine Weihnachtsausstellung im Löwenpalais, wo ich hier als Artist Residenz lebe und arbeite, um 18 Uhr. Den 4. November um 18 Uhr gibt es eine Weihnachtsausstellung im Löwenpalais. Ja, das ist eine Stiftung Starke, macht jedes Jahr eine Gruppensammelausstellung. Das ist eine Tradition. Diese Tradition ist wunderschön. Über 100 Künstler nehmen teil. Über 100 Künstler, jeder bringt ein Werk, ein Kunstwerk. Das ist den 4. Ich glaube, das ist Samstag, oder? Samstag oder Freitag, den 4. November, merkt ihr, um 18 Uhr. Um 18 Uhr Weihnachtsausstellung. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Jeder kann kommen.
jeder kann kommen, jeder kann einfach kommen und gehen und teilnehmen. Und heute, boah, ich werde jetzt heiß. Ich habe mein Auto die gleiche Nummer. 11, 8, 0, 7. Spirit of Milk heiß. Ja, wundert sich, was ist denn dieser Ron? Nadia hat nach der Probe, sie hat mich mitgenommen, sie ist nach Friedrichshain gefahren. Ihr Mann, ihre Familie, alle in den Auto, dazwischen, ich bin auch mitgefahren. Und sie, was sie heute anzieht, hat sie Klamotten aufgesammelt in einem Klamottenladen. Und sie hat sie geliehen und da habe ich diesen Top gefunden. Das ist ein ganz kleiner Top, aber es ist schön elastisch. Und normalerweise, ich kaufe nichts mehr. Ich muss beginnen, am Morgen wegen meiner Winterreise, meine Sachen zu verkaufen. Aber ich habe diese Top gefunden, seht ihr? Das, jetzt habe ich über Klober angezogen. Und diese wunderschönen Muster. Ich habe nur 4 Euro bezahlt. 4 Euro! Natürlich, das gibt es, wo es gibt so Marken und zu Hause nachdenke, dass ich ja, diese schöne Arbeit mache gerne. Ja. Noch 13 Minuten. Noch 13 Minuten, dann gibt es die gleiche. Ja, ist das so heiß. Noch 10 Minuten. Noch 10 Minuten. Ich bin ganze Woche nicht ausgegangen, weil ich so viel arbeiten musste. Und dann habe ich auch weniger Lust am Abend rauszugehen. Ich trinke ja nicht, ich rauche nicht. Und wenn ich lerne oder über Projekte plane oder solche oder technische Sachen lerne, das macht mir so viel Spaß. Deshalb gehe ich wenig aus. Aber wenn man so rauskommt, dann trifft man wieder alte, bekannte Freunde. Dann auch Projektpartner. Ja, wenn ich hier nicht gekommen wäre, ich hätte nicht mehr mitbekommen, dass Designer Roda um die Ecke von mir lebt. Das ist total witzig. Ja, 460 schon oder so. Um die Ecke in Kubertus-Straße. Das ist von mir vielleicht 5 Minuten, maximal 5 Minuten gäbe. Und wenn ich nicht hier gewesen wäre, sicherlich habe ich nicht wieder gesehen. Und sowas finde ich auch manchmal sehr schön, wenn man rausgeht. Ja, aber da wegen meiner Winterreise nach Asien, Südostasien, man muss sehr, sehr viel zu Hause vorbereiten, planen und aufräumen, einpacken, beseitigen und dann auch einige Bürosachen muss ich auch machen. Ja. Und aktuell bin ich Blog, Podcast sehr beschäftigt. Es macht mir Spaß. Ja, es könnte sein, dass ich es nicht so viel. Aber das ist für mich. Für euch vielleicht nicht. Aber es macht mir Spaß. Und ja, etwas lernen ist sowas aufregend, manchmal viel aufregender als in einem Club sich zu finden. Weil
wenn ich jetzt diese Live-Streaming nicht machen würde, wahrscheinlich wäre ich nicht so, so aktiv mit anderen Verhalten, weil ja, ich glaube, ich habe mein Ding gefunden. Ja. Also mit, wenn ich mit den männlichen mit den Männern unterhalte, dann ich bin ja nicht also so los. Ich bin nicht, dass andere Männer mich toll finden, gut finden oder etwas mehr wollen. Das will ich ja nicht. Deshalb ich unterhalte mich lieber mit mir allein. Ein Herr neben mir, an dem man lacht. Dass ich lieber mit mir mich unterhalte mit den anderen Männern. Ja, liebe Freunde, ihr ruft mich ab und zu, aber ich kann nicht immer ans Telefon gehen. Wenn ich arbeite, ich kann nicht ans Telefon gehen. Wenn ihr über mich neugierig ist oder mehr erfahren möchte, ich habe genügend Wege in meinem YouTube-Kanal zu erfahren, was ich mache. Ich werde täglich über meinen Alltag erzählen. Wer sich interessiert, dann schaue meine Videoblog. Heute bin ich in Kubazi Modo Jazz Club in Berlin. Ja, und, aber ich kann doch nicht mit jedem Anruf mich hier unterhalten. Die Zeit habe ich nicht. Und es tut mir leid, dass ich euch nicht anrufe oder nicht kontaktiere. Ja, ich habe jeden Tag 24 Stunden Zeit. Wunderbar. Viele, alle anderen Menschen haben auch 24 Stunden Zeit. Ich auch. Mach nicht. Nein, nein, nein. Jeden Tag habe ich 24 Stunden so Zeit erreicht. Aber in diese 24 Stunden muss ich auch einordnen, was ich hier alles vorhabe. Ich möchte noch einiges erleben, einige Länderreisen, einige Projekte unternehmen. Ja, und, aber wenn ihr mich anruft, wie wisst ihr und so und so und so. Stellt euch mal vor, ich habe schon meinen Podcast auf Koreanisch eine Stunde gesprochen, von Videoblog habe ich eine Stunde gesprochen und dann, was ich schon berichtet habe, ihr fragt mich, was ich gemacht habe, wie es mir geht. Mir geht es wirklich gut, es ist so schön. Es macht mir Spaß mit mir. Was ich mache. Ich verstehe, dass ihr gerne mit mir in Kommunikation haben möchtet, persönlich von mir erfahren, erleben möchtet. Aber das kann ich nicht mit dem Fans alles unternehmen. Ja, haben bitte Verständnis. Ja, in 6 Minuten, noch 6 Minuten. In 6 Minuten beginnt Nadia Kokuas Konzert. Ja, ich habe seit 2 Jahren nicht mehr erlebt ihr Konzert. Deshalb umso freue ich mich heute sehr. Ich bin sehr gespannt. Sie macht ja auch ihre Entwicklungen. Ich weiß nicht, ob ihr meine Stimme verstehen könnt. Es wird immer lauter, lauter hier. Ich werde jetzt Zeit, ich bewege mich. Ich werde jetzt einen guten Platz finden.
könnte ganz bald, ich bereite vor. Es beginnt gleich, in 5 Minuten beginnt das Konzert von Nadja. Bewege mich. Hi. Ja, in 4 Minuten. Wenn Sie pinkelig wären, wir haben fast geschafft. Es beginnt in 10 Minuten. In 10 Minuten beginnt das Konzert. Oh mein Gott, das Konzert, dass ich so lange warte, das ist schon mal besonders, oder? Ich zeige euch jetzt die Atmosphäre von Jazz Berliner Jazz Club Quasimodo. Es ist eine ganz, ganz zauberhafte Jazzbar hier. Minuten sollte das Konzert beginnen. Ich gehe ein bisschen spazieren. Ja, meine Kamera steht hier sehr gut. Thank you.
20:35 Es verschiebt sich weiter. Oh Mann, warum Berliner sind nicht so pünktlich hier? Thank you.
Because as we announced, this is a dance show. Okay. Most of the dances are very slow, but you can dance slow. Are you ready? Yes! Are you ready? Yes! Are you ready? You ready, 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 ready? One, two! Incredible.
Wir haben natürlich auch mehrere Festivals diese Sommer zusammengespielt als Band.
aber wir wollten wirklich in Berlin, weil wir alle hier leben und Berlin sehr lieben, ein Konzert hier unbedingt machen, und das ist jetzt heute passiert. Ihr seid da und das ist sehr wichtig. Danke für euch alle, die hier seid, für die Unterstützung, für die Liebe, für die Mitteilung, das ist sehr wichtig für uns alle. Heute wird wirklich viele Emotionen geteilt, wird gelacht, wird geweint, getanzt. Das ist der Platz, wo ihr alle eure Gefühle einfach freilassen könnt. Einfach füllt euch, was ihr wollt, und teilt das mit uns, weil das ist genau Live-Performance, und wir würden das sehr freuen, von euch das zu sehen. Jetzt geht's mit dem Is It Love von meinem ersten Album, Is You.
Thank you.
zusammengeschrieben haben, noch nicht veröffentlicht haben. So you have to tell us if it's good or not, the one that comes now. It's kind of our first song together as a band. Yes. Kind of sexy and you can dance. Thank you, Mickey. Give it up for Mickey in the sound. I mean, this place is legendary. I think Mickey has been working here for more than 30 years.
And about the place, yeah. It was our big, big goal, like a really goal that, to play in, at this place, the stage. Because Quasimodo is a place where blues meets soul, jazz, rock and roll. We're gonna make some rock and roll. This is the place where really we can enjoy with the live music. It's beautiful that we can share our music today, tonight, for you. Thank you for coming. Quasimodo, thank you. Now is the song Mission. Ich weiß nicht auf Englisch reden oder auf Deutsch reden oder. Ich glaube, wie ist am besten für euch? Auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Koreanisch! Auf Koreanisch! Georgisch, Koreanisch, Englisch. Es ist toll, dass wir so viele Leute aus verschiedenen Ländern kommen. Das ist großartig, oder? Tolle Gefühle. Okay, maybe English is better before. Yeah, it's easy, I think. The song Miss You, and this is not very traditional song, like reference and everything what we know from the song instructor. This is like we call meditation. And all of you can ask with our feelings, however, like you move, or I don't know what you like to do. You're free and feel free. Thank you.
is Little Girl Blue from Janis Joplin. Okay, exactly 10 years ago I started to sing with this song. It was my first song ever on the stage with a performer. And at the time I thought, okay, this is a great song, but I was like 16 or 17 and I couldn't understand this kind of history from the song. But now, after 10 years, so for me is everything's like, you know, in the life you have, everything is not so beautiful, yeah? And sometimes you have your sunglasses, which is beautiful, and you look everything in very beautiful colors, like pink, it's beautiful, but sometimes the reality is very, not so beautiful. And the song is exactly about this feelings. And we have our own version of the song, and we will perform it tonight for you and for James. Rest in peace, Janis Joplin. Thank you.
Thank you.